Prozess europäischer Geistes- und Kunstgeschichte wird üblicherweise darunter die auch an der Kunst zu beobachtende Autonomisierung aller Lebensbereiche verstanden. Das meint im engeren Sinne, Kunst ist Kunst um ihrer selbst und nicht um jemand anderes willen Kunst. Sie ist nicht abhängig von irgendwelchen Erzählungen, Systemen, Religionen, Ideologien, sondern hat ihre ureigenen Mittel der Form, des Lichts, der Farbe und so weiter. Ihre so seit etwa 1800 angesetzte Geschichte von Autonomie kulminiert kurz nach der nächsten Jahrhundertwende in der Entstehung der modernen Kunst. Doch Kunst ist nicht einfach Kunst, gemacht für Schöngeister oder für Sammlerinnen und Sammler. Kunst ist Teil der jeweiligen Geschichte, im besten Sinne ihre Reflexion sui generis. Nur kurze Zeit, bevor diese hier angerissene Moderne überhaupt sich erst entfaltete, nämlich 1889, schrieb eine damalige Gräfin, Bertha von Suttner, deren Abbild 100 Jahre später auf dem 1000-Schilling-Schein für die späten Kinder des Wirtschaftswunders während der 1970er und 1980er Jahre der Inbegriff von Reichtum war, einen für damalige Verhältnisse ungeheurer erfolgreichen Titel, die Waffen nieder. Ein ungeheurer erfolgreichen Bestseller. Er wurde in 15 Sprachen übersetzt. Es nützte bekanntlich nichts. Die Hände Bertha von Suttners greifen im Friedensbüro von Zinita Komats Grazer Ausstellung im Kultum flehentlich in 3D aus ihrem Abbild und halten dabei ein Bastelteil oder zwei Bastelteile, deren Symbolik jedenfalls das Ineinanderfügen wäre. Die Welt stürzte 25 Jahre später in ein Inferno. Millionen und Abermillionen verlorene junges Leben wurden hingemetzelt, vergiftet und entstellt. Die Menschen zu Hause hungerten, Staaten, Imperien, jahrhundertealte Systeme brachen wie Kartenhäuser zusammen. Kriegsversehrte kehrten heim, wurden als nutzlos angesehen und mit ihren Verletzungen von den Nachkommenden verlacht. Die letzten Tage der Menschheit, wie Karl Kraus das gesagt hat, waren angebrochen. Der Untergang des Abendlandes, Oswald Spengler, war real. Und die Apokalypse war da. Und die nächste, die am Ende noch größer war, keimte bereits, um bedrohlich anzuwachsen und schließlich zu explodieren. Sie riss dabei weitere Abermillionen in den Tod. Moderne Kunst war da längst entartet. Die Verbrennungsöfen in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten hatten tausende Leichen pro Stunde zu verbrennen. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wird Paul Celan der Sprache beraubt in der Todesfuge formulieren. 6 Millionen Juden, Frauen, Männer, Junge und Alte, Kinder, Große und Kleine, waren vergast oder erschossen worden. Dazu kamen Roma und Sinti und andere Opfer, über deren Vernichtung man noch Jahrzehnte später schwieg. Schließlich viele der mutigen Frauen und Männer aus dem Widerstand getötet. Ganze Landstriche wurden im Krieg vernichtet, Städte ausgelöscht. Die mit dem Leben davongekommen waren, fanden sich in diesem vielfach nicht mehr zurecht. Betroffen davon waren gerade Jüdinnen und Juden. Paul Celan und Jean Amary stehen für zwei große Sprachdichter, die sich das Leben als Folge des Krieges nahmen. Die beiden bildet der große Zeichner Thomas Palme, den Zinita Komat für ihre Ausstellung um einen künstlerischen Gastbeitrag gebeten hat, hier in diesem Raum auf der Museumswand ab, gemeinsam mit einem Gedicht seiner Lieblingsdichterin Raisel Tschischlinski auf Jiddisch.
Gott hat vorbehalten sein Ponem. Das heißt übersetzt, und Gott hat verborgen sein Gesicht. Ob man nach Auschwitz noch ein Gedicht schreiben, eine Kunst machen kann, an Gott glauben kann? Die Intervention Palmes lässt diese Fragen nicht außen vor, im Gegenteil. Sie hebt sie dorthin, wo man sie verfremdet nachbuchstabieren kann. Das Leben ging bekanntlich weiter, auch die Kunst. Die meisten Menschen stießen zunächst nach 6 Jahren Hölle freilich nur die Botschaft aus, der Krieg ist aus. Und nie wieder Krieg wurde zu einem gemeinsamen Schwur. Auch dieser Satz, der sich ins kollektive Gedächtnis der Nachkriegsgeneration eingeschrieben hat, kommt bereits bei Bertha von Suttner dutzende Male vor. Zenita Komat wählt für ihre beiden großen Ausstellungen in Klagenfurt und Graz ausgerechnet diese beiden Sätze nach der Apokalypse aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es ist aber keine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg, die wir hier vorfinden. Es ist eine Ausstellung über Gegenwartskunst, exakter über die Gegenwart. Und sie entspricht nicht dem, was man unter der eingangs erwähnten modernen Kunst versteht. Genau genommen ist sie beinahe das Gegenteil. Komats eindringliche, ja flehentlich zu nennende Ausstellungstitel haben auch nichts mehr zu tun mit jener Stunde Null, mit der Künstlerinnen und Künstler nach 1945 begonnen haben, einen Neuanfang zu setzen, ohne große Erzählungen. Denn diese waren zerborsten, waren unglaubwürdig geworden oder hatten versagt. Zero war nicht nur eine Markierung für die Geschichte, sondern die Erzählung eines tausendjährigen Reiches nicht nur zerbrochen war, sondern so viele Millionen Menschen in den Orkus gezogen hatte. Zero war auch Programm für eine gleichnamige bekannte Künstlergruppe, Zero. Die hier gesetzten Ausstellungstitel haben auch nichts zu tun mit der großen Skepsis, die Künstlerinnen und Künstler mit einer inhaltsbezogenen Kunst entwickelt haben. Auch wenn diese zu den erfolgreichsten am Kunstmarkt zählen. Und die aktuellen Entwicklungen der Weltgeschichte, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die täglich zermürbenden Raketen und Drohnen, die unbeschreiblichen Gräuel der Hamas gegen ahnungslose Zivilisten in Israel, die Vergeltung Israels in Gaza, geben Zenita Komat recht. Wer jetzt nicht Position bezieht, befindet sich auf der falschen Seite der Geschichte. Doch was heißt Position beziehen? Zenita Komats Kunst ist, wiewohl die Künstlerin lange das Etikett Jung in Anspruch nehmen konnte, Fight and Breath zählte sie in den späten Nullerjahren des dritten Jahrtausends zu den 300 Artists Younger Than Jesus. Dennoch älter als der aktuelle Krieg in der Ukraine oder in Gaza. Nur wird ihre Position jetzt in einer Weise aktuell, wie man es nie hätte glauben wollen. Schon vor einem Jahrzehnt klagte Zenita Komat, neben vielen anderen, über einen weltweit aufbrechenden Antisemitismus. Nur glaubte ihr und den anderen damals niemand. Sie begann in ihrem Zenita-Universe, Menschen guten Willens, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung waren, miteinander und untereinander zu vernetzen. Das mutete mitunter etwas seltsam an, vielleicht sogar penetrant in einem sozialen Umfeld, das das individuelle Ich als höchsten Wert gesetzt hatte. Doch aus heutiger Perspektive scheinen ihre damaligen künstlerischen Praktiken nur Vorarbeit zu sein. Schon damals begann Zenita Komat zu predigen. Manches hörte sich an wie die Sätze einer Heilsbotschafterin, die die Conditio Humana schlicht ignoriert. Homo hominis lupus est, hat Hobbes über den Menschen gesagt. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Von der Zerstörung dieses Planeten ganz zu schweigen. Wären nicht schon damals diese frappierenden Kontraste gewesen, die sie
in ihren Bild-Text-Kombinationen einsetzte. Sie gehen für alle, die sich auf sie einlassen wollen, ans Gemüt. Sie gehen ins Herz. Einige davon sind auch in den beiden großen Ausstellungen in Klagenfurt und in Graz zu sehen. Sie setzen Erkenntnisse frei, wie sie von Fundamentalisten und Fundamentalistinnen jedenfalls niemals zugelassen worden wären. So wurde aus Zenita Koma sehr früh eine Marke. Und die Künstlerin tat auch alles dafür, diese zu pushen. Aus Zenita City wurde Zenita Universe. Dieses sollte eine neue Welt entstehen lassen, die einer Ethik des Altruismus frönen sollte. Nicht einer des Egos, der Selbstbezogenheit, der Ausbeutung oder der Gewalt. Das Konzept kann man auch als genial bezeichnen. Ausgerechnet durch die Zentrierung auf das fingierte Künstlerinnen-Ich sollte Altruismus entstehen. Ihr sequere me, also folge mir, trifft also irgendwann auf den Betrachter, die Betrachterin, vielleicht sogar jene, die ihre Kunst sammeln. Dasselbe gilt natürlich auch für uns als Kuratoren, als Kuratorinnen. Ist man Teil davon? Wie soll man partizipieren, sich abgrenzen? Kann man ihm, einmal eingetreten, jemals entkommen? Derartige Fragen treten erneut zurück. Die Welt brennt. Also zurück zu den Ausstellungstiteln. Die Waffen nieder. Der Krieg ist aus. Nie wieder Krieg. Dreimal ist der Schriftzug zu sehen aus Google Maps Perspektive. Die menschheitsgeschichtlich, auch wenn sie jetzt so selbstverständlich klingt, noch nicht so alt ist. Die Älteren, die mit Flugzeugen groß geworden waren, nannten das früher einfach Luftperspektive. Die noch Älteren und vielleicht noch mythisch Begabten einfach Himmelsperspektive. Klammer zu. Es ist zu hoffen, dass während der Ausstellungszeit ein fotografierender Helikopter über die drei Flächen eines gerodeten Waldrandes im Burgenland, eines Klosterhofs in Graz, wie hier, und einer alten Burg und jetzigen Museumshofs in Klagenfurt fliegt und die Bilder auf Google und iOS aktualisiert. Aus der Nähe durchaus brutal anmutende, frisch gefällte Holzstämme, die der Wind umgeschoben hat, bilden hier die Lettern für die drei berühmten Sätze mit so schwerer Geschichtsassoziation und beklemmender Aktualität für das Jahr 2024, das auch weltgeschichtlich nicht gerade mit Hoffnung erwartet wird. Zenita Komat würde die Frage freilich deutlich entspannter sehen, diese Perspektivenfrage. Für sie ist diese nämlich auch ein Appell an den Schöpfer. Ihm, dem lieben Gott, schreibt sie Briefe. Einen hatte sie bereits in der ersten Einzelausstellung, die ich mit ihr 2012 hier machte, ausgestellt. Das ist angesichts der Weltlage eine paradoxe Intervention, Ausdruck von Verzweiflung oder ein Akt puren Glaubens. Warum also nicht derartige schwere Appelle für ihn aus der jüngsten Geschichte dieser Erde? Damals, 2012, hieß selbst ihre Schau I Love God. 12 Jahre später bläst Komat nun in diesem Südkorridor einen solchen Brief, eine Schreibmaschine am Ende der Wand, die eben aus einer 3D gedruckten Schreibmaschine am Ende der Wand kommt, an welcher 11 Jahre zuvor ein überdimensionales Gotteshemd, Gott in Jeansjacke, zu sehen war, dessen Inneres den Schriftzug Gott ist nicht das Nichts freigab, auf die ganze Ganglänge auf. Das schlichte Wort Danke ist auf diesem aufgenäht, mehrsprachig, in vielen der Sprachen auf Gottes Welt. Alle schreiben hier Danke.
Briefe an Gott, ja, findet man in der Gegenwartskunst üblicherweise nicht. Doch Zinita Komat bedeckt damit einen ganzen Ausstellungsflügel. Wofür aber danke, wodurch gerade so viel Unheil ist, dass konkrete Menschen verbrechen? Auch da vorweg ein klares Bekenntnis, dass nicht gerade Klein zu Beginn zwischen den Ausstellungsflügeln als ein weiteres Objektbild diese Ausstellung eröffnet oder schließt. Gott möge Ihnen verzeihen, bitte, weil ich kann es noch nicht. Wenn man vorübergeht, geht das Licht an. Das formal verbindende Element in dieser Schau ist eine Anzahl kleiner Haufen an Steinen, die beinahe in jedem Raum zu finden sind. Im Kontext des Ausstellungstitels erinnern Steine freilich an Zerstörung, sprichwörtlich an Schutt und Asche. Aber Steine haben im jüdischen Kontext von Friedhöfen auch die Symbolik von Erinnerung. Man legt einen Stein auf das Grab und erinnert damit einen Menschen. Die entscheidende inhaltliche Auflösung dieser Steine wird sich allerdings erst am Ende des Gangs im östlichen Südflügel finden. Zinita Komats Kunst hat, wie kaum eine andere, eine unverbrüchliche Botschaft. Das macht die nach Jahren des Lebensmittelpunktes in Israel seit 2019 in Südkärnten lebende Künstlerin aus und auch unverwechselbar. Vergessen sind dabei die Maximen der Moderne, die Autonomieansprüche gegen einen alten Vormund. Vergessen auch die negative Dialektik, die zu bearbeiten die Kunst der Gegenwart so lange als Anspruch formulierte. Wenngleich eine Zeichnung hier in der ersten Ausstellungszelle am Ende dieser Schau schon auch Adornos Satz zitiert wird, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Umgeschmiedet das Schwert beißende Kritik in die Friedenspfeife, sich an etwas abzuarbeiten, das hat die Künstlerin nicht nötig. Ironie ist ihr fremd. Es würde zudem ihre Sendung stören. Dafür ist die Zeit des Erdendaseins schlicht zu kurz. Almut Spiegler schrieb schon vor 10 Jahren über die Künstlerin, sie verkörpert mit heiligem Ernst das, was Anfang des 21. Jahrhunderts die erste erwachsene Global Generation durch die Weltgeschichte treibt, die Suche nach einer neuen Spiritualität. Zinita Komat setzt dazu ihre Objektbilder, ihre famosen Zeichnungen, ihre Installationen und raumgreifenden Bilder und ihre Räume vernetzenden Installationen ein, auch zeitgenössische Musik. Sie vernetzt dabei Menschen, auch ihre unmittelbaren Nachbarn vor Ort. Wenn man den südkärntnerischen Ort, wo sie heute lebt, mit dem Auto durchquert, wird man vor einem Heustadel am Straßenrand deutlich in die Wiese gerückt eines ungewöhnlichen Ortsschildes gewahr, auf dem die Ortsbezeichnung »Liebe deinen Nächsten« steht. Derselbe Schriftzug ist im Land des früheren Ortstafelstreits auch zweisprachig ausgeführt, Liubi Svojega Bližnjega. Dieses Schild steht während der Zeit der beiden Ausstellungen auch im Kreuzgang des Grazer Minoritenklosters und im Gebäude des MMKK. Als Großflächenplakat wurde es bereits 2 Monate vor Ausstellungsbeginn in Graz affichiert und auch verunstaltet. Anfang 2024 wurde der Schriftzug »Liebe deinen Nächsten« händisch mit »Liebe dich selbst« übersprayt. Als die Künstlerin jenes Plakat Wochen davor zum Titelbild ihrer Facebook-Seite gemacht hatte, wurde sie gleich einmal mit einem Hassposting konfrontiert. Katholikenkolik. Dabei ist Zinita Komat keine Katholikin. Sie äußert sogar öffentlich, keiner Religion anzugehören. Dafür führt sie auch biografische Verletzungen aus ihrer Kindheit an.
Gleichzeitig bekennt Komat öffentlich, wie sehr sie sich schon als Kind für das Göttliche interessiert hat. Sie ist in einem geistig weiten, toleranten und künstlerischen Umfeld aufgewachsen. Über das spirituelle Heranwachsen mit ihrer Mutter, einer Opernsängerin, sagt sie rückblickend in der Radiosendung Logos, was glauben Sie mit Johannes Kaup, die einen Monat vor diesen beiden Ausstellungen im ORF-Radio Ö1 ausgestrahlt wurde. Wir haben das Mahabharata studiert, haben den Buddhismus studiert, haben die Bibel gelesen, haben das Judentum studiert. Wir haben uns mit Sufismus beschäftigt, alles erarbeitet und irgendwo gab es dann diesen gemeinsamen Nenner. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dort irgendwo bewegt sich, dort irgendwo muss sich diese Spiritualität, nach der ich suche, bewegen. Die Religionen im Zenit der Komat, dort, wo sie eine Ethik des Friedens und eines gedeihlichen Zusammenlebens propagieren, für ihre Kunst in Anspruch. Ja, sie tut es sogar so sehr, dass die Vertreter der alten Religion selbst mitunter die Augenbrauen hochziehen. Allen aber, die mit ihr in die gleiche Richtung schauen, gibt sie die Macht, ihre Kinder zu werden, um sich für Zenit Universe zu entscheiden. Gegen dieses kann doch eigentlich niemand etwas haben, denn es will ja nur ein gedeihliches Zusammenleben aller, eine Entwicklung der Menschheit hin zu einem höheren Zustand des Bewusstseins, des Geistes, der Liebe. Wer die Ausstellung im Kultum besucht, wird im ersten Ausstellungsraum mit einer Installation empfangen, in deren Mitte ein überdimensionierter Bleistift steht. Aus ihm strömen Fäden in die Höhe, die an der Decke mit Knotenpunkten einer auf die Wand gezeichneten Lebensblume verschwinden. Für Zenit der Komat ist diese Installation der Friedensbaum. Elemente davon werden sich in der Ausstellung wiederfinden. Die Seile, der Bleistift, die Metapher. Man braucht nur die Räume weiterzugehen. Der Baum als Metapher wird sich zwei Räume weiter in einer Friedensuhr erschließen. Doch davon später. Die Seile erinnern auch an die erste Schau vor 12 Jahren, wo die Künstlerin mit 1000 Meter rotem Seil beinahe das ganze Klosterareal verspannte. Ein Modell dafür findet sich in der kleinen Zelle im Westtrakt. Und schließlich die Haufen an Steinen, die sich immer wieder als verbindendes Element in dieser Ausstellung finden werden. Das ehemalige Winterrefektorium dieses 330 Jahre alten Klosterteils der Minoriten erhält nun in der Ausstellung eine Ahnengalerie, so wie es die alten Klöster oft mit ihren Äbten haben, um Kontinuität zu dokumentieren. Zenit der Komat gezeigte Kontinuität ist jene, dass sich zu jeder Zeit Menschen gefunden haben, die sich für den Frieden engagierten und an das Wunder des Friedens glaubten. Es wird sie auch jetzt geben. Und die Botschaft ist nicht zu überhören, wir sind jene, die sich an diesem Vernetzungswerk beteiligen. Eine Äbtegalerie kennen die Minderbrüder freilich nicht, stammen sie doch vom heiligen Franziskus ab, der eine andere Auffassung von Leitung hatte als der heilige Benedikt. Bilder zur Kontinuität der eigenen Erzählung kamen aber dann doch auch in ihre Refektorien, nur einige Schritte weiter im Sommerrefektorium. Im Minoritensaal sind das dann die Minoritenbrüder, die irgendwie an Wunder glaubten, über Seelen schwebten oder verdammt oft Visionen hatten. Damit schließt sich auch hier die Brücke zu Komats Friedensgalerie. Die Frauen und Männer, die Komat in den Ausstellungsraum hängt und die einzeln von ihr dekonstruiert werden in Form von Lebensblumen und Bleistiften, werden miteinander mit roten Seilen verknüpft. Die meisten Seile laufen an den beiden Schmalseiten des Raumes zusammen. In ihren Händen eigentlich zusammen. Das ist eine gemessen an der Rauminstallation sehr subtile
skulpturale Akzentierung, die aus der Hand hervorzugehen scheint. Die Form ist den Fingern des ikonisch gewordenen Bildes von Michelangelos Schöpfung oder von Michelangelos Schöpfergott in der Sixtinischen Kapelle entnommen. Das heißt, nach Zenita Komat, deren Ansätze verknüpfen sich mit dem Göttlichen und nur so können sie verstanden und vollendet werden. All diese Frauen und Männer hatten eben auch ihre Visionen, manche von ihnen lebten diese unter dem Einsatz ihres Lebens. Mahatma Gandhi etwa oder Martin Luther King. Es sind auf ihre Weise Menschen mit starken Egos. Umso mehr gilt der Yoko Ono beigegebene Satz: We are one, only egos, beliefs and fears separate us. Gleichzeitig haben viele dieser hier abgebildeten Personen auch ihre Schattenseiten. Gandhi etwa mit einem massiv nationalistischen Ressentiment gegen Pakistan. Maria Montessori durch ihre Nähe zu Benito Mussolini, mit dem sie ihr schon damals so bekanntes Erziehungskonzept leichter durchzusetzen glaubte, vor dem sie dann aber auch wieder floh. Oder Julian Assange in einem getriebenen Feldzug gegen die Obama-Administration mit Hillary Clinton als damalige Außenministerin. Seine Leaks kurz vor der Wahl im Oktober 2016 haben wohl wesentlich geholfen, Donald Trump ins Weiße Haus zu bringen. Begnadigt hat ihn dies aber dennoch nicht. Also das Janusgesichtige dieser Menschen ist Komat bewusst. Dennoch möchte sie in einer derzeitigen, im öffentlichen Diskurs vorherrschenden Cancel Culture diese nicht einfach wegzensurieren. Wegzensurieren, sagt Zenita Komat, ist für mich eine Praxis des Krieges. Juden hat man im Nationalsozialismus, aber auch schon vorher in ganz zentralen Wendepunkten europäischer Geschichte einfach wegzensuriert. Ich möchte mich an diesem Prozess nicht beteiligen. Ich möchte diese Biografien in ihrer hellen Seite für das Engagement für den Frieden vernetzen. Zitat Ende, Zenita Komat. Die hier abgebildeten stammen vornehmlich aus den letzten beiden Jahrhunderten und greifen damit auch die großen Kriege und Friedeninitiativen implizit auf. Am weitesten zurück geht in dieser Ansammlung Komats Leo Tolstoi, der mit seinem Jahrhundertroman des 19. Jahrhunderts Krieg und Frieden auf Napoleons Schlachten von Austerlitz 1805 und Borodino 1812 sowie dem Brand Moskaus zurückgreift, eine Epochenchronik, die 500 Menschen empathisch nachzeichnet und dem Heroismus der Feldherrenkultur äußerst kritisch gegenübersteht. Doch verbindet ihn Komat mit dem einfachen Satz: Jeder will die Welt, alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst. Die Porträts gehen aber auch bis in die aktuelle Gegenwart. Das Ausstellungssujet der Grazer Ausstellung Komats ist nämlich ein großer Schmetterling, dessen bunte Flügel ein Gesicht verdecken. Es ist jenes des Aufdeckerjournalisten und WikiLeaks-Gründer Julian Assange aus besseren Zeiten, einer medialen Ikone der Verfolgung, ob dessen Mutes Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan und im Irak aufgedeckt und öffentlich gemacht zu haben, wie das der Presserat 2019 beschrieben hat, über die Opfer, Hinterbliebene und die gesamte Weltöffentlichkeit Klarheit brauchten, der Deutsche Journalistenverband. Wir kennen sein anderes gealtertes Bartgesicht, das in seiner britischen Auslieferungshaft in London vor seiner Festnahme 2019 hatte er sich dort 7 Jahre lang in der Botschaft Ecuadors verschanzt, entstanden ist. If wars can be started by lies, peace can be started with truth. Free at Julian Assange. Zitat Ende, ist seiner Schmetterlingsbrille beigegeben. Der Joint, den er und alle anderen in diesem
Raum zu rauchen scheinen, ist eben jener oben genannte Bleistift in der Mehrzahl, aus dem das Seil in den Raum zu den beiden Händen an den Wänden sich verbindet. Als Besuchende der Ausstellung sind wir eben Teil der Vernetzung, auch von ihm. Es sind jeweils die Sätze, die Zenita Komat ihren Grafiken und Bildern, die oft etwas Archivarisches, Dokumentarisches, auch Ikonisches haben, beimengt und deren auf den Weg gebrachte Interferenz die Bilder zu ihrer unverwechselbaren Kunst macht. Die bereits eingangs erwähnte Bertha von Suttner wird hier zu einer Art Briefmarkenskulptur mit 3D-Auswüchsen, mit ihrem später ins kollektive Gedächtnis eingegangenen Satz »Nie wieder Krieg« zitiert. Die US-amerikanische Nationalökonomin, Pazifistin und Friedensnobelpreisträgerin von 1946, Emily Green Balch, die ab 1913 Professorin für politische Ökonomie, Politik und Sozialwissenschaften wurde, aber ob ihres Engagements gegen den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg diesen Lehrstuhl wieder verlor, wird sich während ihres ganzen Lebens für den Frieden engagieren. Der Satz »True individual freedom can only exist within the collective freedom of all« ist von Zenita Komat ihrem Abbild beigegeben. Also wirkliche individuelle Freiheit kann nur existieren innerhalb einer kollektiven Freiheit aller. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde ihr Pazifismus nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor einen deutlich anderen Akzent bekommen. Sie forderte nun den Eintritt der Staaten in den Zweiten Weltkrieg. Nach den beiden Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki aber sprach sie sich massiv gegen eine atomare Aufrüstung aus und wollte eine Friedenspartei für Frauen gründen. Kommentarlos hingegen steht neben Mahatma Gandhi, der jeweils zwei Erdhalbkugeln als poppige Augenbrillen verpasst bekommt, und dem amerikanischen Bürgerrechtler und Pastor Martin Luther King nur noch Baal HaSulam da, der ein Neuinterpret der jüdischen Kabbalah ist. Die jüdische Philosophin Hannah Arendt lässt Komat mit Forgiveness is the key, also Vergebung ist der Schlüssel, in dieser Art von Ahnengalerie des Friedens partizipieren. In ihren Äußerungen über Eichmann in Jerusalem wurde die Banalität des Bösen, die das Alltägliche der nationalsozialistischen Verbrechensideologie verstehbar machen sollte, zum geflügelten Wort. Die Frage, warum brauchen wir eigentlich Waffen, neutralisiert Zenita Komat mit dem Porträt von Albert Schweitzer. Versehen mit dem Satz, the only weapon we need is love. Das hat die Pädagogin Maria Montessori, deren reformpädagogisches Konzept von so vielen Eltern positiv geteilt wird, als Maxime für die Erziehung von Kindern formuliert. Von allem aber ist die Liebe das Wichtigste. Denn auch das ist die Weisheit eines Indianerhäuptlings. We must learn to live together as brothers and sisters. Ähnliches lässt Zenita Komat den Begründer der analytischen Philosophie und Mathematiker Bertrand Russell sagen. The only thing that will redeem mankind is cooperation. Als weltweit bekannter Aktivist für Frieden und Abrüstung war Russell eine Leitfigur des Pazifismus des 20. Jahrhunderts. Das Wort Erlösung verwendete der bekennende Atheist in Form von Kooperation der Menschheit. Dem dänischen Physiker und Nobelpreisträger für Physik 1922, Niels Bohr, legt die Künstlerin für ihre Friedensgalerie
den Satz Einstein, stop telling God what to do, in den Mund. Das überraschendste Porträt in dieser Friedensgalerie ist vielleicht jenes von Nikola Tesla. Mit seinem Wir schaffen das schon. Der Namenspatron von Tesla, einem kalifornischen Hersteller von Elektroautos und Wechselstrommotoren, wird vielleicht auf den ersten Blick weniger mit dem Thema des Friedens verbunden. Sein Lebenswerk ist geprägt durch zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik, insbesondere der elektrischen Energietechnik, wie die Entwicklung des heute als Zweistrommotors bezeichneten Systems zur elektrischen Energieübertragung. Ursprünglich aus Smejan an der kroatischen Militärgrenze im damaligen Kaisertum Österreich geboren, hat Tesla übrigens an der TU in Graz studiert. Als Erfinder hat er in seinem Leben 280 Patente erhalten. Wir schaffen das schon, kann also zunächst auf seinen Erfindergeist hingelesen werden. Er ist dann völlig verarmt in einem New Yorker Hotelzimmer verstorben. Zenita Komat hat ihn aber wohl auch deshalb ausgewählt, weil Teslas Arbeit ab 1900 zunehmend einen Hang zum Transzendentalismus und auch Metaphysischen erhielt. In Fachkreisen wurde er freilich schon damals als Träumer und unpraktischer Erfinder bezeichnet. Schon damals am Beginn des 20. Jahrhunderts forderte Tesla die Kräfte aus dem Äther, die das Göttliche für diese Welt bereithält, anzuerkennen. Auch propagierte er die Nutzbarmachung der Sonnenenergie als natürliche Quelle zur Energieversorgung der Menschheit. 100 Jahre später ist Teslas Forderung eigentlich Konsens in der globalen Energiewende. Wir schaffen das schon, und das von der Künstlerin eingesetzte Blinzeln des bekannten Erfinders ist freilich auch eine Referenz auf den berühmten Satz der früheren deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, als abertausende Flüchtende 2015 über die Grenze aus Ungarn nach Österreich und Deutschland strömten. Jenem Satz also, der zum Wendepunkt der Migrationspolitik vieler Länder Europas in den darauffolgenden Jahren werden sollte. Dem zunehmend toxischen dieses Satzes setzt Komat nicht nur ein Blinzeln, sondern auch eine atemberaubende Erfinderfigur entgegen. Wir schaffen das schon. Ja, Zenita Komat geht noch weiter. In der Weihnachtsausgabe 2023 der Wiener Tageszeitung Die Presse, zu deren Gestaltung die Künstlerin eingeladen wurde, wurde ihr Interview mit Almut Spiegler mit dem Satz betitelt: Wir leben in besonders lichtvoller Zeit. Das ist jedenfalls das Gegenteil eines Weltgefühls, das allgemein wahrgenommen und geteilt wird. Sie schreibt darin: Die Ambivalenz hat mich immer schon fasziniert, diese Angst des Menschen vor dem freien Fall zwischen dem Dunklen und dem Hellen. Unsere Sehnsucht nach dem Licht und dem Guten wird durch das Dunkle, das wir erleben müssen, verstärkt. Insofern sehe ich die Zeit, in der wir uns gerade befinden, als eine besonders lichtvolle. Durch die Krisen, Kriege und furchtbaren Zustände in der Welt werden wir uns erst bewusst, dass wir unsere Augen öffnen müssen, um Änderungen vorzunehmen. Ist es eine Realitätsverweigerung oder eine Botschaft einer Seherin? Zenita Komat macht es uns nicht leicht. Und doch, ihre Bildkontraste, die in den abschließend zu besuchenden Ausstellungszellen einsehbar sind, ihre Personengalerie für Frieden oder der Friedenstisch mit den Büchern als Tischbeine,
sind insgesamt allesamt eingebunden in Komarts leidenschaftliches Plädoyer, diese Welt trotz aller kriegerischen Konflikte zu transformieren. Menschliche Verbundenheit ist demnach der erste Weg zu Gott. Der Energiekreis, den sie dabei beschwört, geht über alle Nationen und Religionen hinweg. Die Auswahl der Bildvorlagen, die sie oft antiquarisch erwirbt, ist dabei ungewöhnlich und weitet ihre Texte jeweils in eine größere historische Erzählung. Aber auch die Auswahl der Referenzpersonen, die sie in Anspruch nimmt, ist ungewöhnlich. Das Ausmaß ihrer durchgearbeiteten Literatur ebenso. Einen kleinen Ausschnitt davon kann man im Friedensbüro in diesem Friedenstisch erblicken, wo anstelle der Tischbeine eben Bücher zu finden sind, die sich mit dem Frieden beschäftigen. Dabei machen allein die Buchrücken klar, aus welch unterschiedlichen Ecken die Autoren stammen, die sich mit einer Ethik des Friedens, einer Biologie des Friedens, den Quellen des Friedens oder den Prayers for Peace beschäftigen. Komart lapidar dazu, es wäre alles da, wir müssten uns nur damit beschäftigen und es zur Kenntnis nehmen. Der Friedenstisch in dieser Ausstellung, dessen Beine Bücher sind, der anschließende Südkorridor zwischen dem Minoritensaal und den anschließenden Ausstellungszellen, sind freilich auch ein Plädoyer für das Lesen. Das Anerkennen dessen, was schreibende Menschen zu einem Thema wie hier des Friedens verfasst haben. Bildung also, eine Möglichkeit einer, wie sie sagt, hochegoistischen Fingerzeiggesellschaft, in der jeder jeden öffentlich denunzieren kann und die Dinge auf eine ziemliche primitive Weise abgehandelt werden, Zitat Ende, die Stirn zu bieten. Was sich nämlich gerade im Netz, in dem Komart übrigens sehr präsent ist, abspielt, nennt die Künstlerin Isolation. Sie schreibt, die Isolation der Menschen in ihren egoistischen Welten erinnert mich an Babylon und die Sprachverwirrung. Die Leute reden dauernd, aber können einander nicht verstehen, weil sie in ihren Überzeugungen derart verbohrt sind, dass kein wirkliches Kommunizieren möglich ist. Zitat Ende. Also nicht einlinige, sondern vielschichtige Kommunikation wäre demnach die zentrale Aufgabe von Verbildung. Das führt sie auch als Konzept in ihrer Ausstellung vor. Der Friedenstisch mit unterschiedlichen Stühlen bestückt, dient der Kommunikation. Und so wie die Tischbeine aus verschiedenen Friedensansätzen diese Gedanken miteinander verbinden, vernetzt die Künstlerin die Porträts an der Wand als Ahnengalerie des Friedens mit roten Fäden. Auffällig ist, dass auf allen Gesichtern geometrische Kraftlinien darüber gelegt sind oder gezeichnet, aus denen man irgendwo, meist aus der Mitte, einen Bleistift sprießt. Die Künstlerin bezieht sich dabei auf heilige Geometrien, die in allen alten Religionen vorkommen, wie sie sagt, in dem Interview mit der Presse. Sie bilden aber auch den klassischen roten Faden, der sich durch mein Werk zieht. So banal ist es manchmal auch. Zitat Ende. Diese roten Fäden werden an der Stirnwand erneut aufgegriffen. Ja, es fließen dort zwei Bewegungen zusammen. Die Seile aus der Friedensgalerie im Raum, die sich in den beiden Händen an der weißen Wand verknüpfen, ja, zu einem imaginären Diamanten formen. Das war gleichsam ein vorbereitendes Bild zum Diamanten in diesem Gang, im angrenzenden Gang, der aufgefüllt mit 12 Lehmplatten an der Wand montiert ist. Versucht man diese Einzelplatten zu einem Satz zu formen,
so wird sich schließlich keine Nation wird gegen eine andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Ergeben. Die Lehmplatten sind mit Schnüren verbunden, die aus Kupferstangen kommen oder eben verschwinden. Das Zitat ist dem Buch des Propheten Jesaja entnommen, Jesaja 2,4, aber es findet sich auch beim Propheten Micha in Kapitel 4, Vers 3. Der Diamant ist auch ein direktes Bindeglied zum nächsten Bildobjekt in diesem Südkorridor, das den Titel Friedensuhr trägt. Auch dieses beschwört mit seinem Zitat den messianischen Frieden. Derartige Uhren finden sich freilich mehrfach hier. Im ersten Hof des alten Klostergebäudes prangt an der Kirchenwand ein Maria-Hilf-Emblem, das man im Rücken hatte, bevor man die Treppen hochstieg. Es ist eine Sonnenuhr. Hier aber enthält die Uhr anstelle der üblichen Ziffern Buchstaben, die auf Lehmplatten den Satz »Es wird Frieden sein unter seinen Zweigen« formen. Aus der Mitte der Tafeln kommen Schnüre, die in der Mitte mit einer Kupferstange verbunden sind. Wenngleich es ein einfacher Satz ist, klingt dabei der messianische Frieden an, wie er an manchen Stellen des Ersten Testaments zu lesen ist, am bekanntesten wohl in den Büchern des Propheten Jesaja, im zweiten Kapitel, und auch des Propheten Micha. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermessern aus ihren Lanzen. Man sieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der Heere hat gesprochen. Micha, viertes Kapitel, die ersten Verse. Die Positionierung an der Fensterseite des Südgangs gibt den Blick in den Hof zum Minoritensaal frei, der ab Ostern 2024 die Installation »Nie wieder Krieg« beherbergt. Gleichzeitig ist sie mnemotechnisch der Link zum Anfang dieser Ausstellung mit dem Friedensbaum. Schließlich treten wir abermals hinauf, ein Ausblick im verlängerten Gang des Südflügels, dieses Mal im ältesten Teil des Klosters, ein Haufen an Steinen. Am Ende schließlich, genau dort, wo in der Ausstellung Irreligious Parallelwelt Religion in der Kunst in der Zenita Comat im Jahr 2011 das erste Mal im Kultum die Objektbildinstallation Ich verzeih mir und allen anderen präsentierte, zeigt nun Zenita Comat ein Objektbild aus Lehm, auf dem Buchstaben angebracht sind, deren Entzifferung den Satz aus dem 8. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 7, zum Inhalt hat. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Damit holt Zenita Comat all ihre bisherigen bildnerischen Interventionen, ihre Visionen, ihre beschworenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf den Boden. Das Jesuanische, auch ich verurteile dich nicht, das unmittelbar in dieser Geschichte an die geforderte Steinigung der Ehebrecherin im Evangelium anschließt, ist das Helle aus einer Großerzählung von Religionen, das Selbsterkenntnis und Selbstannahme möglich macht, als die Voraussetzung für Frieden. So ist das vorläufige Ende dieses Ausstellungsweges zum Thema Frieden in Form von biblischen Objektschriftbildern, als Friedensuhr, als Diamant, einer Ahnengalerie von Friedensfiguren, die allesamt miteinander vernetzt werden, einer Tischbeinbibliothek, zu einer Zusammenkunft, in der man miteinander spricht, das erneute Einfallstor zu den Grafiken Zenita Comats in ihrer ganz spezifischen Sprache
aus Text und Bild. Deren Botschaften werden vor allem aus den Bildkontrasten stark. Von links nach rechts, Vergebung ist die größte Rache. Aug um Aug und die ganze Welt wird erblinden. We are dealing with eternity, perfection, infinite fulfillment, knowledge and love. That's our future. Wer schweigt, stimmt zu. I do not understand anything. I am spinning in zero gravity and I do not feel where I am or what is happening to me. This is the world called infinity. Das Denken lernen wir. Zeit zuzuhören. Du. Und schließlich love will cover all crimes.